Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Titellos, denn wir werden den Titel im Verlauf des Videos finden. Lassen wir uns überraschen, was energetisch, praktisch oder gar zwischenmenschlich und oder aber gar zwischenmenschlich auf dich zukommt, was ausschlaggebend ist. Zu diesem Video, wie immer, es kamen schon zwei Karten heraus, wow. Zu diesem Video, wie immer, zu diesem Video, wie immer, eine Extended-Version bei mir. Den Link findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Nachdem sie schon so sehr verstärkt reden, mische ich auch gar nicht weiter. Zwei Karten kamen bereits. Liebe Jungfrau, es geht um einen Buhmann bei dir. Wer ist der Buhmann? Die Suche nach dem Buhmann. Sie sagen, setze dich endlich mit deinen Ursprungsproblemen auseinander. Wow, es wird ein intensives Reading, liebe Jungfrau. Ich wollte schon gerade sagen, lieber Steinbock, vielleicht ist ein Steinbock darin mit verwickelt. Sie sagen, um eines klarzustellen, es gibt generell keine Buh-Männer oder, wenn wir gendern wollen, Buh-Frauen. Gut, es gibt generell keine Buh-Männer, denn es ist alles schön auf deinem eigenen Mist gewachsen. So, wie ist das gemeint? Sie sagen, das ist so gemeint, dass alles auf dich zukommt. Keine Situation ist größer als du selbst, denn das bedeutet, liebe Jungfrau, dass die Situationen, die waren, die kommen, die sein werden, immer so sind, auch wenn sie immens sind, in Freude, in Leid, sie sind jetzt da, weil du dies managen kannst. Meine Stimme verändert sich. Das bedeutet, liebe Jungfrau, räusper, räusper, achte auf deine Wortwahl. So, liebe Jungfrau, wo wurde dein Misstrauen, siehst du, wo wurde dein Vertrauen missbraucht? Wo herrscht nun Misstrauen? Das ist die große Frage. Der oder diejenige, der deiner Meinung nach das Vertrauen missbraucht hat, ist selbstverständlich der Buhmann, der Vermeintliche. Doch wir werden im Verlauf des Videos noch näher darauf eingehen. So, als erstes Mal möchten sie sich aber, du merkst es schon, ich rede wahnsinnig schnell, weil ich schon gar nicht hinterherkomme, wie sie Botschaften durchgeben. Sie sagen, als erstes geht es mal um dein Urvertrauen. Urvertrauen über Leben, Inkarnationen hinweg, selbstverständlich gefestigt. Doch sie sagen, in diesem Leben das Urvertrauen. Sie sagen, das Schlimme an der Sache ist, dass du durch dieses Verhältnis, wo dein Vertrauen missbraucht wurde, das Vertrauen gebrochen wurde von deiner Seite her, dass so ein großes Misstrauen herrscht, dass du nicht mal mehr selbst weißt, ob du dir selbst vertrauen kannst, beziehungsweise dies immer wieder in Frage stellst. Deswegen ist der Jungfrau die Struktur, die Organisation so wahnsinnig wichtig, dieses Schema, dieses Gerüst, die To-Do-Liste. Das ist absolut pure Kontrolle, liebe Jungfrau. Warum? Ja, damit dies nicht noch einmal geschehen möge. Doch wisse, genau aus diesem Grund, liebe Jungfrau, machen wir jetzt das Video, das titellose Video, das ich Buhmann des Vertrauens nennen werde. Dir ist gar nicht klar, wie sehr du dich damit selbst in deiner Freiheit einschränkst. Den Käfig hast du dir selbst übergestülpt. Ja, du selbst hast ihn dir übergestülpt. Nur weil deine Erwartungen nicht bedient worden sind, beziehungsweise keine Kommunikation stattgefunden hat, keine ordentliche. So. Du hast den Schlüssel zu deinem Käfig der Freiheit. Mach das Schloss auf.
Reiß die Mauern ein, dein Schutzpanzer. Alle Erfahrungen, die wir machen im Leben, alle Erfahrungen sind selbstverständlich Erfahrungswerte, Erfahrungsschätze, liebe Jungfrau. Doch sie entsprechen nicht der Wahrheit. Wahrheit ist nur Liebe. Jetzt wirst du sagen, ja, warum sprechen wir dann nicht alle die Sprache der Liebe? Tja, weil wir leider im Verlauf der Jahrtausende und in den letzten, ich würde mal sagen, lass mich rechnen, 6 Jahrhunderten in einer, sie sagen, es wäre jetzt, ich soll ruhig sein, gut, das sage ich jetzt auch nicht, sonst könnte ich dafür hier auf YouTube zensiert werden. Jedenfalls hat dies nichts mit dir zu tun, liebe Jungfrau. Es ist einfach das Schema, in das du hineingepresst worden bist. Jedenfalls, liebe Jungfrau, also wollen wir vertrauensvoll deiner Freiheit entgegengehen? Willst du das? Wir stehen dir bei, wir unterstützen dich. Du brauchst nur Ja sagen. Sie sagen, für die Jungfrau ist ein Löwe sehr, sehr ausschlaggebend. Ein Löwe, ein Stier und ein Luftzeichen, insbesondere Wassermann oder Waage. Yes. Deine innere Balance ist jetzt äußerst wichtig. Sicherlich, ich vermute schon, kommt etwas auf dich zu, wo du Vertrauen brauchst, um Ja zu sagen. Gehen wir ins Detail, liebe Jungfrau. Dann, wenn du das Video anschaust, 14 Tage später oder am darauffolgenden 14. Bist du bereit, deinen Kelch zu füllen, deinen Kelch hinzuhalten, auf dass er gefüllt wird, oder ziehst du ihn zurück? Oder weißt du erst gar nicht, dass du einen hast? Ha, ja, deine Aktion ist gefragt. Eben, hältst du den Kelch hin, auf dass er gefüllt wird, mit Liebe und Vertrauen? Oder ist er schon mit Liebe und Vertrauen deinerseits gefüllt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Jungfrau, der Heiler unter all uns Sternzeichen, der geborene Heiler, sieht durch bestimmte Situationen hindurch. Doch anstatt dies zu verstecken, liebe Jungfrau, und es für dich zu behalten, auf dass du dann irgendwann an deinem Lebensende gefrustet bist und sagst, ich habe es wieder mal nicht ausgelebt, solltest du direkte Kommunikation suchen. Und zwar nicht aus dem Kopf heraus, nicht strategisch. Sie sagen, du kannst strategisch vorgehen, doch keine strategische Kommunikation, wie kann ich dir sagen, keine strategische Kommunikation führen, was auch immer das für dich bedeuten mag. Du wirst es schon wissen. Yes, money, money, money. Und ein Machtwort. Das kommt, das ist. Und welche Rolle spielst du in dem Ganzen, liebe Jungfrau? Dort, wo du dich eingebettet fühlst, fühltest das Luftzeichen. Fordernd, liebevoll, sag dir, tu's. Erkennst du die Zeichen? Bist du bereit, sie zu erkennen? Bist du bereit, zu vertrauen? Oder ist der Buhmann stärker? Wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Bis gleich. Ciao.